1 Sterne, 5 Sterne, 3 Sterne, egal, Hauptsache irgendeine Bewertung. Ob wir heute wieder irgendetwas Lustiges oder etwas Trauriges dabei haben, bleib einfach dran und du wirst es sehen. Servus, grüß euch und hallo zur nächsten Bewertungsshow oder unserem Sonntagsvideo einfach. Wir haben einige Bewertungen, lustige und auch traurige, von euch geschickt bekommen über den folgenden Link. Wie heißt der, Tobias? talkondemand.at/Bewertungen. Genau, da könnt ihr uns, wenn ihr irgendetwas Witziges seht oder bei euren eigenen T-Shirts eine witzige Bewertung oder eine traurige Bewertung habt, könnt ihr uns die dort schicken und wir werden sie eventuell im nächsten Video dann mit reinnehmen. So, ich würde sagen, wir starten gleich mal los, dass wir das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, ja, und dass das Beste quasi gleich kommt. So. Ja, das erste ist eine 3-Sterne-Bewertung. Da ist wieder ein Oberwitziger dabei mit "Fügen Sie einen Titel hinzu". Das schreibt als Überschrift. Was mich aber wundert, ist, dass er hat zwei T-Shirts oder sie hat zwei T-Shirts gekauft. Und sie sind einfach zu klein und sie könnte sie umtauschen von S auf XL. Also ich habe schon einige T-Shirts bei Amazon gekauft, aber dass so ein großer Unterschied ist, das wäre mir noch nie aufgefallen. Ja. Egal eigentlich bei welcher Plattform ich was bestellt habe. Also dass vielleicht einmal ein bisschen enger ist oder mal ein bisschen größer ist, das kann schon mal vorkommen, wenn die Charge des T-Shirts in der Produktion anders ausfällt, aber das so groß, der Unterschied ist. Ja, keine Ahnung, das ist wieder Spaßbewertung sein, schätze ich mal, oder? Weil so klein ist es einfach. Und dann gebe ich ja auch nicht 3 Sterne her, oder? Ja. Also wenn es wirklich so extrem wäre, dann müsste ich ja, dann finde ich, einen Stern finde ich dann gerechtfertigt. Es ist wieder wahrscheinlich jemand, der es nicht wahrhaben will, dass die Größe, wo er glaubt, dass das für ihn passt, ja. Ja. Kennen wir eh schon. So. Aber auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Nächstes, was soll das? Die AfD ist die Blüte der Evolution. Sie weiß alles, tut alles, was rechts ist und hat noch nie rassistische Gedanken geäußert. Trotzdem wird sie von den Migranten gehatet und hat gemobbt. Das geht gar nicht. PS, ich bin nicht Alice Weidel. Liebe Grüße, Alice Weidel. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ah, wie? Ja, der keine Ahnung. Ja, Alice Weidel ist, glaube ich, eine AfD-Politikerin. Ja. Und keine Ahnung, ich schätze, ich kenne das Shirt nicht, zu dem das geschrieben wurde, aber ich nehme mal an, irgendein Anti-AfD-Shirt und dann hat es gleich einmal eine negative Bewertung kassiert. Das könnte natürlich sein, ja. Also da gibt es ja einige, aber also ich versuche mich, soweit es geht, aus politischen T-Shirts rauszuhalten, weil da kann man eigentlich nur verlieren, würde ich mal sagen. Wenn was passt, könnte sicher ein guter Seller draus werden, aber ja, es muss nicht sein, würde ich mal sagen. Ja, nächstes, kannst du nichts machen. Das ist geil, ja. Fusselgate. Ja, dass das T-Shirt fusselt. Leider fusselt es zu sehr, sodass man es kaum tragen kann und das direkt nach dem ersten Waschen sehr schade. Habe es gar nicht angehabt, sondern direkt gewaschen wegen dem Essiggeruch. Ja, das kennen wir, das ist eh normal, dass man es gleich waschen sollte. Was ja normal sein sollte, laut dem Zettel, was dabei war. Und direkt nach dem ersten Waschen ist es aber kaum zu tragen. Da es so fusselt, hatte 2 Shirts bestellt von euch und beide haben dasselbe Problem. Also, dass ein T-Shirt fusselt. Habe ich auch noch nicht erlebt. Ne? Keine Ahnung. Also, wie gesagt, meine ganzen Amazon-T-Shirts, die habe ich schon so oft gewaschen teilweise. Und das einzige Problem, was ich habe, ist, dass sich die Katzenhaare von meinen Katzen schon eingewebt haben in den T-Shirts. Die kriege ich nicht mehr raus. Aber sonst, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was da. Ist das, glaubst du, vielleicht gar keine Merch-Rezension? Ja, kann natürlich sein. Hat ein Hörer von uns eingeschickt, aber man weiß es nicht. Ja. Kann auch einmal sein, dass ein Shirt einfach schlechte Qualität war, aber dass es fusselt, hätte ich eben auch noch nie erlebt. Also ja, das kann nichts machen. Oder vielleicht meint die Person irgendwie, dass der Faden rausgeht oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dann sagt man da was anderes, dann sagt man, das zerfällt oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ja, anscheinend, wenn es stimmt, dann zu Recht 1 Stern. Ja.
So, 2 Sterne. Gag-Shirt. Leider billiger Druck und schlechte Qualität. Würde ich nicht wieder kaufen. Werde ich wohl nur für Drecksarbeiten verwenden. Das ist geil, oder? Für Drecksarbeiten, da kann man es verwenden, aber sonst never. Ja. Kann aber man immerhin nur 2 Sterne und nicht nur ja, genau. Einen. Ja, wieso? Wenn man es schon für Drecksarbeiten wenigstens verwenden kann, ist es wenigstens zu irgendwas gut. Aber ist halt schade, gell? Ja, es ist so unglaublich die unterschiedliche Qualität, die die Leute erwarten, weil der, es ist extrem schlechte Qualität, billiger Druck und bei den meisten anderen ist eigentlich die Qualität doch durchaus, sind die Leute zufrieden mit der Qualität und dem Druck, also ja, das ist immer so selten. Ich weiß auch nicht, inwiefern das die Qualität der Bilddatei da wirklich eine Rolle spielt, weil ich muss ja, ehrlich sagen, also der Druck ist bei Amazon 1A. Also ja. Ich habe noch kein T-Shirt bekommen, wo ich nicht sage, hey, die Farben sind knallig, es ist ein schöner Druck, es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, die Farben matt oder sonst irgendwas. Also Wahnsinnsdruck. Eben. Ja. Über die Qualität der T-Shirts aber oder Hoodies oder so kann man streiten, ja, weil da ist jeder was anderes gewöhnt, aber für das Geld finde ich es ganz in Ordnung. Also das habe ich schon schlechtere Sachen. Eben, okay, wir kennen das Shirt nicht, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, ob es gerechtfertigt ist, aber auf jeden Fall ist es halt schade, wenn man so eine Bewertung kriegt. Genau. Nächstes, was ist das? Backwards Thinking. Horrible. Ja. Okay, das ist aus den USA. Bleibt auch wenig über zu sagen. Ja, einfach nur horrible. Horrible. Ja. So. Das ist geil. Gib mal deine Maus weg. Yeah, disappointing. To the casual shopper, the t-shirt looks like a lab coat, but it is a t-shirt, and for a grandchild who asked for a lab coat, it is very disappointing. Also da hat die Oma scheinbar wirklich geglaubt, das ist ein echter lab coat, aber natürlich ist es einfach nur ein Shirt, wo da ein lab coat, also quasi einfach drauf gedruckt ist, die Zeichnung und wie man das erwarten kann, dass das ein echter ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch diese ganzen. Ich finde aber die Idee ziemlich cool. Also ist ja mal abseits von dem. Von diesen typischen Kostümen, gell? Ja, nur die Brusttasche gibt es ja. Aber dass da jetzt irgendwie alles vereint ist, quasi dieser Tuxedo und die Taschen, voll. Ich finde irgendwie witzig. Also, eben, es ist super und sie hat scheinbar wirklich erwartet, dass das irgendwie echt wäre. Und, keine Ahnung, besonders blöd. Aber dafür immerhin 3 Sterne, also das ist auch wieder seltsam. Vielleicht hat sie doch eingesehen, dass es auch wieder 3 Sterne. Mau, ja, das ist auch ein Wort, das man nicht so oft hört. Die Qualität des Stoffes ist eher übel und das ist nach 2-maligem Waschen nicht besser geworden. Wieso sollte der Stoff besser werden? Keine Ahnung. Der Aufdruck ist ziemlich robust, da hatte ich schlechtere Shirts. Ja, das stimmt. Wie gesagt, der Druck ist wirklich sehr gut. Die Qualität des T-Shirts, ja, kommt drauf an, was man sonst gewohnt ist. Aber ich finde es jetzt nicht schlecht und ich habe schon Schlechteres gehabt, so wie es da auch gesagt wird. Kann man eh nichts machen. Also ich würde glaube ich, so eine Bewertung ist wahrscheinlich noch besser als gar keine Bewertung. Ja genau, weil der Nächste sagt dann wieder, okay, der Aufdruck ist schon super. Ich glaube, das Blödeste, was da passieren kann bei dem T-Shirt, wenn alle schreiben, der Druck ist nicht gut. Ja? Voll. Weil meistens, wenn es irgendein Scherz-T-Shirt ist, das zieht man 1, 2, 3 Mal an und das war's dann, ja. Das ist natürlich die Tage in den Gruppen herumgegangen, das ist ja Bestes überhaupt, dass genial, das überhaupt jemand hochladet. Ja? Das ist ja eigentlich so ein personalisierbares T-Shirt, das man normalerweise nur von Spreadshirt kennt, ja? Wo man halt unten seinen Namen, seinen Wunschnamen reinschreiben kann und dann wird das halt gedruckt, ja, in unserem Fall halt Tobias oder Siegfried. Nur derjenige, der das hochgeladen hat oder diejenige, hat einfach quasi die Grunddatei hochgeladen und da steht halt dann Wunschname oben. Aber ja, natürlich, die Leute sind auch so doof, muss man ehrlich sagen. Ja, dass sie es kaufen und nicht sich fragen, okay, warum musste ich nirgendwo den Namen angeben, den ich da reinhaben möchte. Ja, aber und dann sieht man lustig in der Mitte die Bewertung, nämlich ist dann ziemlich sicher eine Fake-Bewertung, weil T-Shirt mit Wunschaufdruck, einfach sicherer Bestellvorgang, wird ja wohl niemand wirklich drauf schreiben auf dieses T-Shirt als Bewertung. Ne? Na, glaube ich auch nicht. Ja. Aber ja, zwei negative Bewertungen und ich habe vorher gerade geschaut, das Shirt ist mittlerweile gelöscht. Okay, aber das Beste ist, es steht tatsächlich Wunschnamen auf dem Shirt. Na, was denn sonst? Ja,
Aber stell dir vor, du bestellst du das oder lass es direkt an den Papa schicken und dann macht er das auf. Herrlich. Ja, das ist wirklich gut. So, da haben wir mal, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Positiven, damit wir das auch dabei haben. Was Einfach steht eine da? schöne, ich lese wieder vor, ha, die Ja. englischen Sachen mache ich. Vibrant Okay. comfy T-Shirt. It was love at first sight. This tee is comfortable and stylish. I wore with a pair of leather leggings and black booties. I got a ton of compliments on it. Ja, sehr schön, einfach geil. Sowas wünscht man sich, ja. Bewertung mit Foto noch dazu. Genau, aus dem Leben, nämlich nicht einfach Ja. nur irgendwie wohin geschmissen Genau. und ein Foto gemacht, sondern wirklich aus der Realität heraus. So eine Bewertung kann echt viel wert sein, glaube ich. Auf Das jeden kann Fall. boosten die Verkäufe. Ich Auch wenn vermute das jetzt Foto nicht mal, so schön ist, aber ja, ich besser vermute als. jetzt mal, das ist die Mona Lisa. Stimmt, das könnte sein, ne? Ausgeblurrt. Ja, ist Also jetzt ja, mal das ist meine auch nur Frage. eine Einreichung, die wir bekommen haben. Wir haben es nicht Ja. selber ausgeblurrt. Das heißt, wir wissen selbst nicht, was dahinter Aber steht. ich vermute mal ganz stark. Ja. Ja. So, Katzen, was sonst? Ich bin ein Fan von Katzen-T-Shirts. Dieses ist top. Qualität hervorragend, sehr zufrieden. Genau das sind Bewertungen, die man bekommen möchte. 5 Sterne von einer Person, die quasi aus der Nische kommt, sagt, dass die Qualität hervorragend ist und top ist und dass sie sehr zufrieden ist. Besser kann es gar nicht Noch funktionieren. dazu dann die Keywords auch wieder drinnen. Das heißt, man weiß ja auch nicht, ob dann die Keywords auch beachtet werden von diesen ganzen Reviews. Das denke ich mal, das kann auch nur positiv sich Ja, auswirken. vielleicht von Google gibt es das. Google und Amazon, wieso nicht? Ja, Ja, weil Google nimmt ja alles, was sichtbar sicher. ist quasi. Ja, Ja. Das eben, könnte sein. deswegen, das ist super. Das ist schön. Ui. Empfehlenswert. Das Produkt kam innerhalb von 3 Tagen an. Vorerst war ich skeptisch gegenüber dem Bestellen, da noch niemand eine Rezension verfasst hat, habe es aber probiert mit Erfolg. Da sieht man wieder, wie wichtig das ist für die Leute ist, dass irgendeine Ja. Rezension drauf ist, weil es schon ein Merkmal ist für, okay, ich bin nicht das Versuchskaninchen und kaufe das erste Mal. Als das Päckchen ankam, roch der Pullover, achso, okay, es geht um einen Hoodie, vorerst nach Essig, welches aber in einem Beilegezettel erklärt worden war. Sehr gut, dass das gleich mal nochmal drin steht. Es stand auch drauf, dass es nach dem ersten Waschen den Essiggeruch verliert und das hat es auch. Von der Qualität ist zu sagen, dass dies keine hochwertige Verarbeitung ist, aber ich vollkommen zufrieden mit dem Pullover bin. Nur 4 Sterne, da ich ihn nach dem ersten Waschen in den Trockner geschmissen habe, sollte man bei den, glaube ich, Merch-Sachen gar nicht machen. Und dieser ein wenig kleiner geworden ist. Er passt trotzdem noch, als also kein allzu große Angst haben. Einfach traditionell an der Wäscheleine aufhängen und dann hat man den perfekten Pullover. Ja, geil. Ja, also das würde ich sowieso, ich glaube, T-Shirts mit einem Druck drauf würde ich sowieso allgemein nicht in den Trockner geben. Ich habe selber keinen Trockner, Ja, auch nicht. aber ich glaube, dass das nicht so gut ist und am besten ist sowieso luftgetrocknet. Also. Aber das ist natürlich sehr schön, da ist alles, steht alles drinnen, ehrlich beantwortet, da kann ein anderer Kunde damit etwas anfangen. Sehr schön. Tut, englischer Part Ah, wieder noch du. ein positiver. Ja, genau, die habe ich heute oder vorgestern noch bekommen und da habe ich Love, gleich love, love, reingenommen. love, love. Love, love, love this. I love this shirt. I even had to order it in grey, lol. I want it in light blue next. Also die bestellt sich da jetzt gleich alle Du Farben bekommst oder ja da so der. eine hohe Stimme, du weißt doch gar nicht, ob das von einer Ja, Frau stimmt ist. natürlich. Ich habe angenommen. Jetzt noch einmal bitte mit tiefer Stimme. Love, 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 love love this. this. I love this shirt. I even had to order it in grey. Lol. I want it in light blue next. Ja, wir haben jetzt ja recht, der oder die soll einfach jedes einzelne durchbestellen und jedes Mal ein Review schreiben. Ist das von dir leicht? Ja. Ach so, okay, drum, jetzt denke mal. So, wieder Englisch, du darfst. Fab, my little Okay, das boy heißt who. fabulous wahrscheinlich, oder? Fabulous, ja. Yeah. My little boy who is pig mad, keine Ahnung, was sie meint damit, loves this so much, so that he refuses to wear it in case it gets damaged. Also der liebt das Shirt und mag es gar nicht mehr anziehen, damit es nicht kaputt wird. Ja, Auch wahrscheinlich geil. heißt das, er ist Schweinchen verrückt und da geht es um ein Schweinet-T-Shirt. Ja, wahrscheinlich, ja. Guter Einwand. Vielleicht sollte ich auch die Englischen vorlesen, weil anscheinend kann ich besser Englisch wie du.
Nein, ich habe gedacht, das ist irgendein Ausdruck, der ist einfach komplett verrückt. Ja, genau, das schreibt die Mama über ihren Kampf. Mein Kind ist ja komplett gestört. Ja, das war's. Ja, waren super Sachen dabei, finde ich echt lustige. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt wirklich einige Einsendungen schon bekommen haben von unseren Hörern. Und das heißt, jedes Mal, wenn ihr sowas seht und dran denkt, oder dann denkt dran und schickt es an uns, geht es einfach auf talkondemand.at/Bewertungen. Da ist das sehr schnell hochgeladen. Das ist eine Arbeit von einer halben Minute, nicht einmal. Das würde uns freuen. Genau, da steht's. Da steht's, einfach daran schreiben. Ihr müsst uns keinen Namen dazu schreiben oder ihr könnt uns schon den Namen dazu schreiben, dass wir es zuordnen können. Aber einfach eine Notiz dazu, bitte meinen Namen nicht erwähnen oder bitte das T-Shirt nicht zeigen oder sonst irgendwas. Also das ist kein Problem, das können wir dann gerne machen. Wir haben jetzt auch keine Namen erwähnt, also werden wir das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn es halt das Shirt, wenn man das braucht dazu, so wie diesen Lab-Code heute, dann zeige ich den natürlich auch gern her. Genau, das sollte man dann schon, damit man den Zusammenhang versteht. Ja, war wieder eine witzige Folge. Ich hoffe, dass wir dann in ein paar Wochen wieder eine machen können, dass ihr da wieder fleißig einschickt. Und ja, schreibt es vielleicht wieder in die Kommentare, ob ihr auch immer wieder komische Bewertungen bekommt oder nicht. Ja? Oder ob ihr noch immer auf eure erste Bewertung wartet. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber könnte passieren. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast. Dann ciao. Tschüss. Hinter dem Pferdearsch.